Wir sind hier auf der Vocatio in Krefeld. Die findet heute zum vierten Mal statt im Seidenweberhaus. Es kommen 1700 Schüler ungefähr auf die Messe, die von uns vorbereitet werden, die hier Termine gemacht haben mit Ausstellern zu bestimmten Ausbildungsberufen, aber auch dualen Studiengängen und Studiengängen und sich hier in einem Termin von ungefähr 20 Minuten beraten lassen. Die Schüler bekommen von uns einen Anmeldebogen und ein Taschenbuch. Die können also schon mal vorher schauen, wer ist überhaupt auf der Messe und können dann auch noch mal schauen, was bilden denn die entsprechenden Aussteller aus. Die Resonanz ist ausgezeichnet. Wir befinden uns ja hier quasi auch in einem Heimatmarkt, denn die Font ist in Venlo an der niederländisch-deutschen Grenze, rekrutiert sehr, sehr viel im deutschen Markt und Niederrhein, Krefeld, Mönchengladbach, das sind unsere starken Homebases. Ja, wir stehen hier von der Steuerberaterkammer Düsseldorf und wir vertreten ja den Berufsstand der Steuerberater. Und bei uns geht es halt in erster Linie um die Ausbildung als Steuerfachangestellter beziehungsweise die weiteren Berufsvorschritte über die Steuerfachwirtprüfung beziehungsweise später mal vielleicht als mögliches Ziel den Steuerberater. Die Bundeswehr präsentiert sich ja zum wiederholten Male hier in Krefeld auf der Vocatio-Messe. Wir hatten eine sehr gute Resonanz, hatten viele interessierte Schüler hier aus den Schulen im Umkreis, hatten insgesamt über 250 Anmeldungen zu Gesprächen. Wir haben viele, viele Prospekte verteilt, hoffen, dass wir daraus viele Gespräche entwickeln können bei der Beratungsstelle, die wir in Mönchengladbach haben. Und dass viele dann auch nochmal zu uns kommen. Naja, es gibt ja allgemein so allgemeines Interesse Richtung nochmal Kinderspädagogik oder das International Business oder Mechanical Engineering oder so. So das Interesse ist einfach Vielfalt oder so. Ja. Die Resonanz hier auf der Vocatio hier in Krefeld ist sehr gut. Also ich habe das Gefühl, dass heute tatsächlich am zweiten Tag mehr los ist als gestern. Wir berichten natürlich einfach schon mal gerne, was man bei uns machen kann, weil bei Fressnapf weiß man viel, ja, die bilden im Einzelhandel aus, aber dass wir eben auch unsere große Unternehmenszentrale hier in Krefeld haben, das wissen viele leider nicht. Aber das können wir dann hier super den Schülern auch berichten und eben auch sagen, was in der Zentrale bei uns für Möglichkeiten sind, die Ausbildung zu machen. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Schüler, wenn sie dann in ein, zwei Jahren so weit sind, sich zu bewerben, uns auch im Hinterkopf haben und dann sich eventuell bei uns bewerben. Also wir bilden Tourismuskaufleute aus, die sich dann halt auf den Verkauf von Rundreisen spezialisieren, das, was wir halt im Kerngeschäft anbieten. Das ist für uns halt auch eine tolle Möglichkeit, uns als Arbeitgeber in Krefeld auch zu präsentieren und viele junge Leute anzusprechen, die hoffentlich bei uns ihre Ausbildung machen wollen. Ja, also Landgard ist ein großes Außenhandelunternehmen. Wir vertreiben Obst und Gemüse, aber auch Blumen und Pflanzen. Und wir haben viele Großkunden, zum Beispiel Aldi, aber auch Rewe, Kaufland. Ja, und wir vertreiben quasi über mehrere Vertriebswege unsere Ware. Also wir sind heute hier auf der Vocatio in Krefeld, weil wir ganz gezielt junge Menschen ansprechen wollen für Ausbildungsberufe, hier Industriemechaniker, Mechatroniker oder duale Studiengänge, vor allem eben auch technische duale Studiengänge, Elektrotechnik, Maschinenbau, aber auch betriebswirtschaftlich, BWL. Und die Resonanz ist heute wirklich sehr gut. Viele interessierte Schüler, die sich auch vorbereitet haben. Manche natürlich wissen noch nicht so richtig, was sie machen wollen. Deshalb ist ja auch Sinn und Zweck, dass sie sich einfach hier informieren können. Also das Konzept ja von der Vocatio, dass Termine vereinbart werden, dass man feste Beratungstermine hat im kaufmännischen Bereich wie im Tischlerbereich, finden wir sehr gut, weil dann ist einfach auch so der Ablauf des Tages, der ist viel klarer organisiert, viel klarer strukturiert. Auch für uns, weil der Ablauf hier am Tag und der Zulauf hier auf dem Stand, der ist einfach viel größer als bei sonst bei anderen Ausbildungsmessen ist, wo man sagt, man geht einfach mal hin, die einen wollen nur Kugelschreiber haben. Nee, die Beratung hier ist dann einfach klarer, organisiert, strukturiert. Wir haben also nicht nur Aussteller, die Ausbildungsberufe anbieten, sondern eben auch Hochschulen, die Studiengänge anbieten. Man muss aber auch wissen, dass natürlich auch duale Studiengänge angeboten werden, sowohl von den Hochschulen als auch eben von den Unternehmen.